Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer da draußen. Ich bin's, Basti, das Original. willkommen zu Part 79 meiner Ultimate Team Reihe. Und ich hoffe, ihr habt den letzten Part nicht verpasst. Es ist eigentlich, was jetzt in letzter Zeit rausgekommen ist, ist eigentlich legendär, weil das kam alles extrem gut bei euch an. Einmal Part 78, mein Torhüter-Team. Extrem geil und da setze ich jetzt hier auch gleich fort. Und dann noch meine Henning vs. Basti Folgen. Ich hoffe, ihr habt die geguckt. Und ja, ich habe mir gedacht, ich meine, das war wirklich der beste Ultimate Team Part von eurer Seite aus gesehen, weil ihr habt mir so viele Daumen hoch gegeben wie auf keinen anderen. Es waren irgendwie fast 800 bis jetzt und das ist extrem geil. Im letzten Part habe ich mit einer Torhütermannschaft gespielt und ich habe beinahe gewonnen, muss man sagen. Es kam sehr gut an. Ich hatte auch echt einen Gegner, wo das ganz gut ging. Und ja, ich habe mir gedacht, komm, ihr habt das so gut gefunden und ihr meint, ja, macht das nochmal und so. Dann sage ich, okay, wir machen das jetzt auch nochmal. Nur mit einer Umstellung, und zwar sollte ich mir unbedingt diesen Torhüter holen. Rogerio, Mücke. Der ist ja wirklich Mücke. Zeni, brasilianischer Torhüter. Abstoß oder Abschlag, 94. Und der schießt wohl Freistöße oder Elfmeter und hat schon relativ viele Tore für einen Torhüter in echt gemacht. Den habe ich mir jetzt mal gekauft und in den Sturm gemacht. Ansonsten habe ich alles so gelassen wie beim letzten Mal. Fit sind sie alle im Prinzip. Ja, das passt schon, würde ich sagen. Also, in dem Sinne, ich will nochmal sagen, ja. Oh Gott, bin ich hier im Halbfinale tatsächlich? Scheiße. Wenn das wirklich... Nee, da bin ich rausgeflogen, glaube ich, oder? Ja, okay, ich bin im Halbfinale. Okay, ich spiele jetzt ein Halbfinalspiel mit der Torhütermannschaft. Scheißegal. Das letzte Video jetzt nochmal so zur Info, ne? Oh Gott, ich spiele Halbfinale mit Torhütern. Das habe ich wirklich sonntags nachmittags gemacht. Jetzt ist es schon wieder samstagsabends hier, wo ich das Video mache. Und sonntags nachmittags und ich habe wirklich nichts genommen. Ich war nüchtern. Ich war danach sogar noch Sport machen. Ich habe mir das Video selber noch einige Mal habe ich da reingeschaut. Ich will grüne Balken haben. Ich war schon krass drauf, muss ich sagen. Aber ich hatte so eine geile Laune. Das hat halt alles damit angefangen, dass ich diesen Bronze-Team der Woche-Spieler gezogen habe. Das war einfach schon so episch. Und dann kriege ich halt einen Gegner, der mir wirklich so viele Räume gelassen hat mit meiner Torhütermannschaft. Ich fand es einfach nur geil. Und das habt ihr gemerkt, dass ich es auch geil fand und dass ich einfach die Laune hoch 10 war. Emotionen pur. Und das finde ich cool. Irgendwie scheine ich hier wohl nichts Besseres zu kriegen. Das heißt, ich spiele jetzt hiermit. Und wir schauen mal, was das für ein Gegner ist. Ja, meine Trickschlampen fast hier. Nur noch, wie heißt nochmal, Song dabei und, wie heißt der ZOM, der türkische Spieler? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Naja, aber so ähnlich wie meine Trickschlampenmannschaft auf 4-3-3. Oder was? 4-3-2-1, ich habe es jetzt nicht gesehen auf die Schnelle. Aber das ist ja auch egal. Der wird sich gerade schlapp lachen. Jo, ich bin easy peasy im Finale. Und ich glaube auch, dass er das sein wird. Ich muss doch wieder hier auf Konter gehen. Und wir gehen auf ganz defensiv natürlich. Ja, und dann gucken wir mal, was da so merklich ist, ja. Also für ihn... Oh, da ist aber alles offen. Ja, aber ich habe halt Neuer hinten drin. Klar, ich hätte einen Stürmer reinmachen können, aber das wäre total bescheuert gewesen. Dann hätte ich ja wirklich, würde ich ja jeden fangen. Somit ist das Team ein wirklich reines Torhüter-Team. Oh, und ich kann mit diesem Torhüter natürlich nicht viel verteidigen. Oh, Falcao im Dortmund-Trikot, wie ungewohnt. Ja, ich bin mal gespannt, was euer Mücke, wir nennen ihn jetzt mal Mücke die ganze Zeit, was der so vorne bringt. Erster Angriff jetzt hier. Das war's. Das war der erste Angriff. Mehr war auch nicht zu erwarten. Ja. Aber es ist halt die Überheblichkeit, die einen hier das Spiel kosten kann an der Stelle. Von ihm. Er muss da halt aufpassen, dass er nicht zu viel will und zu wenig kann. Und so wie es bis jetzt aussieht, sieht es eigentlich schon eigentlich noch ganz gut aus. Jetzt nicht mehr. Ah. Ja,
Okay, ich muss aufpassen. Ich komme halt mit diesen Spielern nicht da dran. Das ist halt wirklich Zweikämpfe, die. Ich meine, die sind halt Zweikämpfe schlechter als jeder Jugendspieler irgendwo, der irgendwo spielt. Ah, ja. Oh, jaha, meine Damen und Herren. Da unten ist. Aber scheiße, das. Ach, das war eine Flanke. Naja. Da hätte ich viel mehr draus machen können. Verdammt. Aber eigentlich finde ich, müssten die Torhüter relativ kopfballstark sein, weil die ja alle ziemlich groß sind. Oder die meisten jedenfalls. Oh, oh, oh. Vielleicht kriege ich ja auch wieder vom. Kriegt der Gegner ja wieder eine rote Karte. Schade. Tja. Warum spielt er nicht nach außen? Auf die sichere Variante? Das verstehe ich nicht, aber. Das ist, wie gesagt, diese Überheblichkeit, die da vielleicht kommen könnte. Oder er ist einfach nur ein bisschen unerfahren, allgemein. Ja, das sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht für mich jetzt aus, gerade. Ich zeig mich. Ja, das. Gerade wieder von einer guten. Oh, Mist! Guten Seite. Aber jetzt wird es schwer. Ich habe den Torwart schon 10 Minuten rausgeschickt. Turan heißt er. Toll. Wenn er sich jetzt davon die Wiederholung anguckt, dann. Ne? Ja! So. Ja, wenn die halt mal dahin passen würden, wo ich hinpasse. Und ich halt 3 Jahre sich den Ball vorlegen müssten. Dann würde ich hier auch mal was reißen. Nee. Oh, jetzt kriegt er noch eine Ecke. Ja. So ist das Leben. Oh, weg damit! Oh. Also, unglaublich. Unglaublich, echt. Och, die sind einfach so schlecht. Es macht halt keinen richtigen Spaß mit denen, weil einfach nichts geht. Wie man es gewohnt ist. Man ist es halt ganz anders gewohnt. Nein, ich hab schon. Gedrückt. Oh Mist, ich wäre fast durch gewesen. Das wäre schon wieder so episch. Ja, ja. Part, der kann halt nicht annehmen. Oh! So knapp schon wieder. Oh, geil. Ich mache ihn jetzt halt so. Naja, gut, jetzt kann er mich halt super easy auskontern. Wenn er es denn kann. Aber warum kriege ich denn den Spieler nicht? Oh, guck mal, wie glücklich der ist. Jetzt wird er rüber passen. Oh, guck mal, er kriegt zweimal den Ball da vorne wieder. Also, es ist unglaublich. Warum habe ich jetzt abschlagen? Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass. Na gut, okay, ich akzeptiere das so. So. Ja. Nee. So ein Abschlag kann ja mein Torhüter. Gut, wie jetzt so ein Stürmer im Tor ist, wäre natürlich auch mal interessant zu sehen. So, jetzt zischen wir hier durch. Aber sowas von. Nein, er braucht halt 10 Minuten. 10 Minuten, um den Ball anzunehmen. Dieser Torhüter wird kein leichter sein. Aber es ist schon wieder ein Gegner, der zu schlagen ist, finde ich. Ich habe hier Möglichkeiten, die ich mir schön herausgespielt habe. Oh ja. Nein! Oh, das ist für mich schon ein Foul fast würdig. Oh, den muss ich doch haben. Da leckt es rum. Nein, das war nicht gut gemacht. Ich bin in die falsche Richtung. Das darf der nicht haben. Das. Ja, das war klar, dass er da rüber passt. Einfallslos. Das kann ich echt ausnutzen noch. Ich sehe hier wieder Möglichkeiten für mich. Nein, das war doch ein Foul. Das war doch ein Foul, ganz klar. So.
Guck mal, wie man dann doch noch hier verteidigen kann. Oh, faul. Jetzt grätsche ich auch rein und jetzt ist es gelaufen. Oh, Neuer. Bei dir wird es immer teuer. Ah, ja klar. Aber guck dir das an. Oh, ja, jetzt habe ich Glück. Jetzt ziehe ich ihn durch. Da oben läuft er. Das ist doch der neue Keeper. Boah, ihr Foul. Ja, jetzt kommt euer Torwart. Mücke, würde ihn jetzt schießen. Wie geht das nochmal? Mücke, hier ist er. Jetzt muss ich halt nur noch zielen können. Ich kann das ja nicht. Ich kann es, er ist nicht gesprungen. Ich hätte es nicht geglaubt, 1:1, Halbzeit gleich. Ich muss mich jetzt nur noch in die Halbzeit retten. Komm, lass dich jetzt nicht scheppeln. Oh, der rennt da einfach durch die Spieler durch alle rennt er durch. Oh, jetzt ist aber, oh, schießt nicht, der ist schon wieder durch gewesen. 1:1, Halbfinale, der Typi, Piva FC. Jetzt gehe ich doch wieder ab. Es ist einfach ein unglaubliches Erfolgserlebnis. Guck doch mal hier, 2 Chancen. Oh, geil, habe ich was zu trinken? Also, Wasser. Ich trinke zurzeit nur noch Wasser. Weil ich viel Sport mache. Ich mache jetzt viel Sport. Und jetzt muss er erstmal alles umstellen. Hier, guck mal. Ah. Habe ich mich jetzt gekauft, habe ich auch bei Facebook mal gepostet, bei meiner Privatpage, bei meiner, normalen Page. Ja, hier, Marathon 2013 in Frankfurt werde ich laufen, mit diesen Schuhen. Kann man das sehen? Voll cool, oder? Die sind voll geil. Und ja, da trainiere ich jetzt hier. Also, drückt mir die Daumen. Und wer in Frankfurt auch einen Marathon läuft, der könnte mich vielleicht sehen dann. So, 27. August ist er. Man kann ja nicht alles haben. Das ist halt Lack hoch 10. Oh, ja. Auch von mir ein bisschen Lack, muss man sagen. Ah, shit, jetzt bin ich aber auch wieder viel zu unaufmerksam. Ja, zieh durch! Ja, so geht das. So, und das war ein beschissener Pass. Ah, jetzt ist halt beste Verteidigungsarbeit gefragt. Und die gibt es von mir nicht und somit... Ich bin schon wieder dran, ne? Ich bin schon wieder so nah dran. Und dann auch noch ins Finale kommen, ne? Das wäre einfach nur episch. Ja gut, es ist sehr unrealistisch, dass ich das hier schaffe. Wenn er sich jetzt noch ein bisschen zusammenreißen würde, er könnte so locker hier durchrennen. Und das merkt er nicht. Der merkt das schon nicht mehr. Oh, scheiße, ich muss halt auch mal umdenken, dass ich mit Noob-Spielern spiele. Ja, ne, da geht dann sowas halt nicht. Die haben halt keine Ballführung, sowas kennen die nicht. Aber wie er halt alles verkackt, der Gegner. Boah, weg damit. Ja. Ach komm. Ja, aber es ist, man kommt halt nicht durch mit so einem Torwart. Ah, das war doch eigentlich wieder. Jetzt versucht er da durch zu lacken. Oh, geh doch hin. Neuer. Oh. Ich dachte ja, man kann den letzten Part nicht toppen, aber es ist hier wirklich was drin. Ah, nein, ich habe zu oft gedrückt. Es ist alles so aufregend. Nein, oh, siehst du, ey, was ich solche Leute mit normalen Mannschaften fertig machen würde. Also auch wenn sich das arrogant anhört, aber...
Guck mal, der versucht hier mit irgendwelchen einfachen Sachen da durchzugehen, aber das klappt natürlich nicht gegen mich. Oh, ja, nein. War ja klar, dass er dahin spielt. Das ist so offensichtlich. Seht ihr es auch schon 10 Minuten, bevor er das macht, was er machen wird? Wir sind doch alle Hellseher. Seit FIFA bin ich Hellseher. Oh, er hat es nicht so gemacht, wie ich es gerade gedacht hätte. Aber... Naja. Gar nichts. Was pfeifen da die Fans? So, jetzt machen sich meine schnellen Torhüter hier bezahlbar. Oder halt auch nicht. Oh, da oben ist ja noch einer. Oh, guck mal, wie die den Ball annehmen. Nein, scheiße. Ja, jetzt rennt er halt einfach durch. Aber das sind halt seine offensichtlichen Laufwege da immer wieder die gleichen. Ja. Das ist so einfach, muss ich mal sagen. Also. Nur wo spiele ich jetzt hin? Ja, toll. Es ist halt nicht normal alles. Es ist nicht mehr normal. Guck mal, der weiß auch gar nicht, was er machen soll. Und dann... Oh. Hey, hey, hey. Das geht hier vielleicht auch in die Verlängerung. Ey, spannendste Spiele hier ever. Mit einer Torwartmannschaft gegen eine gute Liga BBVA-Mannschaft. Ja. Na, mache ich dir den Weg zu, den du schon wieder wählen willst. Oh, nee. Ach nee, sowas Glückliches. Der Ball kullert da durch alle durch. So glücklich. Der kriegt ja vorne überhaupt nichts gebacken. Das ist halt Team Chemie 16 oder 13 oder sowas. Was sowas verantwortlich macht. Ja. Ach, scheiße. War das ein Linksfuß? Stimmt, ich weiß noch nicht mal, ob die Mücke hier links oder rechts fuß ist. Ich hab's einfach getan vorhin. Ich hab einfach draufgeschossen aufs Tor. Aber warum kriege ich denn immer so easy-peasy-Gegner hier gegen... Ne, so. Also es ist ja wirklich kein schwieriger Gegner, muss man mal sagen. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann, wie ich die Bälle eigentlich mit dem normalen Spieler hätte. Ach, Mann. Ach, Mann. Ey, das ist aber echt... Ach, komm. Ach, Mann. Ist das einfach, ist das ein schlechter... Also Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber der kann es nicht gut. Ja, 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 ja. Och Mann, ich muss anderen auch Mann sagen. Och Mann! Das Wort des Spiels, die Wörter des Spiels. Ich muss einfach mal drauf. Ach, schade. Es ist doch schon wieder eine knappe Nummer gewesen. Ich finde, ich habe mich schon wieder gut verkauft. Der Spieler war... Es war schon wieder alles schlagbar hier an der Stelle. Meine Güte. Es ist halt dann dieser eine Glücksmoment, dass der Ball halt doch mal für ihn da durchgewurschtelt kommt, weil meine Verteidiger da komisch stehen. Und auch wenn er jetzt viel mehr Chancen hatte... Das waren keine richtig guten Chancen, oder? Doch, das waren schon gute Chancen dabei am Anfang des Spiels. Und er hat es halt übelst vergeigt. Kann sich glücklich schätzen. Ja. Naja, gut. Ich habe effektiv gearbeitet hier an der Stelle. Ne? Was habe ich eigentlich für einen Ballbesitz? 48%? Da kann man nicht meckern, oder? Ja, also. Ich glaube, das reicht jetzt auch mal für Torhütermannschaft, weil es ist...
Es ist einfach nicht... Es ist nicht das wahre FIFA, wie ich es kenne und mag. Guck mal, neuer braucht auch neue Verträge. Machen wir schnell mal einen neuen Vertrag hier rein. Ja, aber ich hoffe, das Video hat euch auch so gut gefallen. So halbwegs so gut. Ich war jetzt diesmal leider nicht so oft... Ich war beim letzten Mal schon erfolgreich, aber da immerhin Freistoßtor. Seit langem oder überhaupt mal bei mir. Und ja, wenn es euch wieder mal gefallen hat, dann hier ne, den hochgeben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Vergesst nicht bei Facebook mich zu liken und bei der Umfrage, hoffentlich ist sie jetzt online, teilzunehmen, welche Mannschaft ich mir bei Foothead, welche Mannschaft ich mir zusammenkaufe. Ich werde da so eine Auswahl machen von 10 Teams. Guckt euch die Mannschaften alle mal an und dann votet für die Mannschaft, die ihr am coolsten findet, die ich mir kaufen soll, die am besten zu mir passt. Macht da mal mit bei Facebook. In dem Sinne, ansonsten bis zum nächsten Video. Oder falls ihr es noch nicht geguckt habt, guckt nochmal das letzte Video. Oder Henning vs. Basti, saugeil mit der Strafe und so, kam auch sehr gut bei euch an. Einfach mal reinschauen. Bis dann, macht's gut, ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer.